Preisanker und Einstiegspreise. Was ist der Ankereffekt? Menschen sind mit dem Schätzen von Preisen überfordert. Ihnen fehlen Informationen. Daher halten Sie sich bei Ihren Schätzungen einfach an die erste Zahl, die Ihnen in zeitlicher Nähe Ihrer Entscheidung begegnet. In einem Experiment des brillanten Verhaltensökonomen Dan Ariely wurden Studenten der Elite-Universität MIT aufgefordert, die letzten zwei Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer zu notieren. Also eine Zahl zwischen 0 und 99. Und danach den Preis einer wertig aussehenden Flasche Wein zu schätzen. Und es wurde tatsächlich diese Flasche Wein versteigert. Das heißt, es ging um echtes Geld. Und siehe da, Studenten, die sich gerade eine höhere Sozialversicherungsnummer notiert hatten, schätzten den Wert des Weins höher ein und bezahlten noch mehr. Was hat denn die Sozialversicherungsnummer mit dem Preis zu tun, fragen sich jetzt wahrscheinlich. Sind die Studenten denn total behämmert? Die Antwort ist, das hat gar nichts miteinander zu tun und die Studenten sind nicht dumm. Die sind Elite. Studenten. Sie unterliegen nur wie alle Menschen unabhängig von der Intelligenz dem sogenannten Ankereffekt. Der Ankereffekt schlägt auch dann zu, wenn wir gewarnt sind. In einem weiteren Experiment wurden echte deutsche Strafrichter aufgefordert, zwei Würfel zu werfen und die Augenzahl als das von der Staatsanwaltschaft geforderte Strafmaß zu betrachten und danach für einen hypothetischen Fall eine Gefängnisstrafe zu bestimmen. Die Würfel wurden für zwei Gruppen einmal so gezinkt, dass nur Einsen und Zweien gewürfelt wurden und für die andere Gruppe gab es höhere Augenzahlen. Seltsamerweise, die Richter aus der Gruppe, die mit den gezinkten Würfeln höhere Augenzahlen würfelte, vergab nun tatsächlich höhere Strafen für den von ihnen zu beurteilenden Beispielfall. Was hat das mit dem Möbelverkauf zu tun? Der Kunde, der sich ungesteuert durch die Ausstellung bewegt, sieht meistens zuerst die Einstiegspreislagen. Auf der ersten Polsterfreifläche begrüßen ihn Sofas mit Preisankern wie 990 Euro oder 1190 Euro, dann aber schon scheinbar aus Leder. Auch bei der Küchenausstellung sind Möbelhausbesitzer seltsam stolz auf ihren Preisaufbau. Getestet wurde der vielgerühmte Preisaufbau, wie so vieles im Möbelhandel aber nie. Hinter dem Ausstellungsaufbau von den Einstiegspreislagen und Eckpreislagen, sprich Werbeangebote, hoch zu wertigerer Ware, bei Polstern ist sie oft noch ein Stockwerk höher versteckt, steckt die alte Verwirrung darüber, wie im Möbelhandel nun eigentlich verkauft wird. Über Ausstellung, Preisschilder, Aktionsabhänger oder über den beratenden Verkäufer. Meiner Meinung nach muss man sich da schon entscheiden. Ein Preisanker ist nämlich schwer wieder zu lichten. Denn Menschen folgen einem weiteren Effekt, den die Forscher Arbitrary Coherence nennen, willkürliche Kohärenz. Das heißt, wenn Sie einmal einen Preisanker im Kopf haben, können Sie sich nicht allzu weit nach oben korrigieren und bleiben oft bei Ihrer ersten Idee. Und diese leidige Erfahrung machen Verkäufer, die offensichtlich anspruchsvolle, vermögende Kunden im sogenannten jungen Wohnen an einer Garnitur für 990 Euro aufgreifen und die dann auf Himmola hochbedienen wollen, laufend. Gute Freunde von mir, die als Banker in Frankfurt über ein satt sechsstelliges Jahreseinkommen verfügen, kauften sich trotz meines verzweifelten Zeterns eine Folienküche für 7.000 Euro. Warum? Weil das die erste Küche war, die ihnen gefallen hatte. Der herbeigerufene Verkäufer antwortete auf die behämmerte Frage, was kostet die Küche so, wie sie dasteht, reflexartig mit einem Preisanker, den noch nicht mal ich als Experte und Freund der Familie korrigieren konnte. Was können wir im Möbelverkauf dagegen tun? Ganz einfach, einen Verkaufsprozess einführen, der dazu führt, dass erstens Möbelverkäufer vor dem Ware zeigen eine Vertrauensbeziehung zum Kunden aufbauen und zweitens eine Bedarfsermittlung statt der üblichen Museumsführung machen. Wie das? Laden Sie sich einfach unsere Verkäuferfibel, die Treppenstufenmethode, für den Möbelhandler runter oder kontaktieren Sie mich. Ich freue mich auf Sie.